Du, wir brauchen Nahrung. Die hole ich mal eben hier, dann können wir ein bisschen weiter recipieren. An unserer Research-Bank. Machen wir das mal. Das können wir machen. Stellen wir das mal her. Dann können wir den Sterilisierer quasi herstellen. So. Jetzt brauchen wir hier Sterilisierer und hierfür brauchen wir Barren und zweimal Draht. Leder brauchen wir hier und Sterilisierer. Wie stellen wir den Sterilisierer denn her? Lass mal gucken. Ach ja, stimmt. Einmal hiervon. Dazu brauchen wir zweimal von diesem grünen Zeug wieder. Haben wir das? Das haben wir doch irgendwo, ne? Hier. Ich würde jetzt mal ein bisschen hier so ein bisschen rumexperimentieren. Einfach mal, um zu gucken, ob wir irgendwas hier geschissen kriegen. Während wir gerade hier auf unser, ja, nicht Ende warten, aber... So, und jetzt brauchen wir noch, ach ja, wieder Essen. Können wir nochmal eine Runde fahren. Weiter geht die Reise, neue Runde. Oh, Alter, eine Riesenglocke, guck mal, mehrere sogar. Ob man da wohl Jingle Bells spielen kann? Ja, war nicht gut. So, ich sehe, glaube ich, Essen, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob es Essen ist, was leuchtet. Boah, das ist schon cool. Gefällt mir schon richtig gut, das Spiel. Da ist Essen, ich sehe es. So, schwapps, schwupps, schwapps. So, dann stellen wir mal eben hier den Sterilisierer her. Okay, nochmal eben auf der Research Table. Dazu brauchen wir noch einmal Leder. Das haben wir auch am Start. So. Ich müsste hier ein bisschen umbauen, ne? Das, ich weiß nicht, ob man das besser handeln kann. Müssen wir mal gucken. So, dann finden wir mal raus, wie man Bandagen herstellen kann im Research Table. Und dann müssen wir jetzt noch die Küche machen. Zwei Barren, zweimal Draht. Bei Draht brauchen wir auf jeden Fall Barren. Das weiß ich jetzt schon. Was ist das denn hier? Consumables? Ach so. Also ein Komponenten, okay. Ah, einmal ein Barren haben wir. Warte mal. Das ist dieser Kopperbarren hier. Den haben wir sogar dreimal. Zweimal brauchen wir es, glaube ich, ne? Stellen wir mal her. So. Gut. Dürfen wir alles haben, oder? Ja. Dann wissen wir jetzt, wie man eine Küche herstellt. Die wird wahrscheinlich riesengroß sein und gar nicht auf unseren Zug passen. Da würde ich verwetten. Lass mal gucken. Nee. Das Buch hätte ich gerne einmal, bitte. So, wo haben wir denn die Küche? Lab? Kitchen? Natürlich. Ich, ja. Warum denn nicht? Was brauchen wir denn? Was brauchen wir denn dafür? Zwei Drähte, ein Barren. Können wir noch einen Barren herstellen? Ah, okay. Ja, wir haben's doch. Wir haben's doch. Warte, wir haben's. Zwei Drähte können wir bestimmt nicht herstellen, oder? Zwei Drähte, zwei Barren. Können wir den herstellen? Davon stelle ich mal zwei her. Und Drähte brauchen wir wieder davon zwei, ne? Genau, okay, warte. Kriegen wir ja jetzt. Und dann stellen wir zwei normale Barren her. Solange wir nicht angegriffen werden, ist alles gut. Seht ihr? Und dafür brauchen wir auch diese Chemikalien. Damit wir dieses Copper-Ingo da herstellen. Den Copper-Ingo. Und jetzt brauchen wir noch hiervon zwei. Hätte ich gerne. Reicht sowieso nicht, weiß ich jetzt schon. So. Dann stelle ich mal eben an der Workbench mal eben die Drähte her. Zwei Stück hätte ich gerne. Danke. So.
Und die zwei Drähte sind jetzt auch gleich fertig. Sehr nice. So, dann können wir den herstellen. Add Resources. Und zack. Unsere Küche ist fertig. Geil. Essen. Nein. Hier. Oben Container. Oh, geil. Hm. Oh, Food. Was? Grillet Organ. Ach, krass. Okay, Steak können wir erstmal machen. Zwei Stück. Organ kann man, organische Sachen kann man auch grillen. Ach, das ist heftig. Mmh. Oh, geil. Boah, ich meine, es wird ein bisschen eng hier gerade alles so ein bisschen. Ich weiß, aber... Das, Oh, guck mal da. Mmh. Boah, das stopfen wir uns jetzt erstmal rein. Eat. Gib 15 Food, Alter. Geil. Und nochmal trinken. Können wir nochmal. So. Jetzt haben wir soweit alles. Ich nehme nochmal hier das Scrap Metal mit, weil ich das gerade blicken sehe. Jetzt haben wir eigentlich schon wieder die nächsten Recipes quasi. Also den nächsten Bauplan. Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Was zur Hölle ist das denn? Taming the Ruflemo? Taming? Wir können die tamen? Das können wir herstellen, ne? Zweimal diese... Warte mal, wir brauchen zwei Schrauben. Zwei normale Barren. Davon haben wir einen. Ich stelle mal einen Barren her. Ein. Dann brauchen wir zweimal... Zweimal diese Drahtspulen. Hiervon brauchen wir zwei Stück. Einen kann ich schon mal herstellen. Das heißt, ich muss wieder von diesen Dingern einen machen. Was war das jetzt noch? Für die Leute, die nicht wissen, was Tame heißt quasi zähmen. Also Tiere zähmen. So, dann stellen wir hier nochmal so ein Dings her. So ein Drahtgeflechte. Und dann brauchen wir noch zweimal Holz und zweimal Schrauben. Dann brauchen wir, glaube ich, noch ein paar mehr Barren. Dass wir so viel gesammelt haben. Wenn ich jetzt wüsste, wo alles drin ist. Hier. Da brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar mehr Barren. So, Schrauben, ne? Zweimal. Haben wir sogar. Gut, dann lernen wir das erstmal und dann können wir das auch bauen. Ich weiß nicht, wie man Zähmen bauen kann, aber egal. Wir machen es einfach. Cancel. Wir haben genug Barren. Wir brauchen wahrscheinlich gleich welche. Ah ja, nee, Quatsch. Hä? Wir brauchen noch einen Barren. Wer ziehe ich denn da? Einen Barren brauchen wir und einmal Wood. Wood haben wir auch. Wir haben genug Wood, wir haben genug. Wir haben genug gesammelt. Wir haben alles da. So. Da oben sehe ich auch schon wieder Wood. The Kevin in the Wood. Der Kevin in the Wood. Oh, warte mal, was ist denn da? Da komme ich nicht hin, das ist so weit weg, ne? Oh, scheiße. Ich muss nochmal zurück. Mal einmal ein bisschen zurück. Weil das lasse ich mir nicht entgehen, wenn ich da Scrap Metal sehe. Oder ist das neu gespawnt? Ne, kann ja gar nicht sein, ne? So, Bremse. Quietsch. So, den Barren. Was fehlte jetzt noch? Es fehlte gar nichts. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Wie können wir die denn zähmen? Ach, ein Nest können wir bauen. Okay, wir brauchen nochmal zweimal das Copper Wire. Zwei Barren nochmal. Zweimal Copper Wire. Och, die sind ja süß. Was? Just us? Ruflemo is not just a pet. It's a full female member of the team. There can be one Ruflemo per wagon. They come in different speculations. So try, comrade. Your team cut... Okay.
So, zweimal brauchen wir hiervon, ne? Das heißt, wir brauchen nochmal zweimal diese Kopperbarren. Langsam geht uns das grüne Zeug auch schon aus. Also den will ich auf jeden Fall haben. Den Rofflemo. Der sieht ja niedlich aus. Wir müssen mal gucken, wo wir das Nest hin platzieren. Wahrscheinlich hier nur noch oder so. Oh, Wooden Floor. Warte mal. Hammer Time. Kann ich es reparieren? Wieso war das defekt? So, auch wieder repariert. Dann. Zweimal hätte ich gerne hiervon. Was fehlt uns noch jetzt? Ah, wir brauchen noch zweimal Schrauben und einmal Holz. Zweimal Schrauben, dann müssen wir ein paar mehr Barren herstellen, ne? Das heißt, uns fehlen jetzt, glaube ich, die Barren wieder. Glaube ich zumindest. Mal gucken. Ja, zwei Barren und einmal Holz fehlt uns. Und beziehungsweise einmal Barren. Und Holz. So, jetzt dürfen wir es, glaube ich, bauen können, ne? Nein, ein Barren. Ah, uns fehlt Scrap Metal. Okay, Moment. Haben wir? Haben wir irgendwo da rumfliegen? Da. Boah, jetzt ist schon wieder weniger geworden an Ressourcen. Also, was wir haben. Oder hatten. Das wird schon verdammt knapp wieder. Wir müssen wieder ein bisschen sammeln gehen. Aber ich würde gerne meinen Zug erweitern. Das muss doch irgendwie gehen, oder? So, bauen wir das mal. Hier so hin. Rotate. Ja, hier. So. Find Rofflemo in one of the depots and put him in a nest. Ach, wir müssen ihn erstmal finden. Das ist ja witzig. Achso, anzünden. Ich dachte erst, das wären die Dinger gewesen. Ja, weg mit euch! Scheiß Nachbarn! Gut. Dann geht die Reise weiter, würde ich sagen. Auf, auf! Ihr Banausen. Achso, wir können mal so ein bisschen unsere Dings, ne? Warte mal. Unsere Kisten wieder füllen, ne? Leder hatten wir, glaube ich, hier, ne? Ja, da war Leder. Wir haben insgesamt... Warte mal, wie machen wir das jetzt? Ich will das jetzt mal ein bisschen sortieren. Da haben wir Holz. Da oben machen wir auch Holz rein, ne? Das heißt, wir haben 2, 3, 4, 5, 6 Kisten. 7 Kisten. Ja, plus... Ja, 7. Okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eine Kiste fehlt echt noch. Das wäre noch ein Traum. Weil dann würde ich die 4 vielleicht nehmen für Holz. Und die anderen vielleicht für Scrap Metal oder so. Damit wir da so ein bisschen so einen Überblick haben. Den Barren, wo packe ich den denn jetzt rein? Ja, komm. Packen wir den erstmal da rein und dann gehen wir... Düsen wir weiter in Richtung Looting. So, Wasser nicht vergessen. Aber eigentlich haben wir das gut hinbekommen mit dem Endgegner, ne? Oder mit dem Gegner da, der da kam. Der uns quasi da anknabbern wollte. Oh. Aber natürlich... Ach so, wir wollten noch mal gucken, was als nächstes auf der Recipes-Bank ist, ne? Warte mal. Was kriegen wir denn hier als nächstes? Eine Winch. Eine Winde? Oh. Und ein Wurf... Ah, Alter, was? Also den Wurfhaken oder den Wurfring, den würde ich mal eben machen. Warte mal. Dafür haben wir, glaube ich, alles. Da brauchen wir noch einen Barren. Den machen wir mal eben. Ich höre schon wieder irgendwas. Da war doch... Irgend so ein Vieh höre ich. So ein Beißvieh. Wo ist das?
Ich höre es, aber ich sehe es nicht. Da ist es. Ich sehe es. Erledigen wir gleich. So. Also, dann lassen wir das mal erlernen. Kann man damit einfach Sachen so einfangen? Da brauchen wir gar nicht mehr runter. Das wäre ein Traum. So, das andere ist ein bisschen größer. Da brauchen wir Kolben, Schrauben und zwei Barren. Boah, das wird, glaube ich, ein bisschen umfangreicher. Ach nein. Throwing rings are crafted on the workbench. Consumables, select, use your... Holding, pressing Q rings and throw limited distance and only at pre-train objects down... Ja, da müssen wir mal gucken. Also, warte mal. Das wird gebaut an der Workbench. Sagst du? Ein Barren. Komm, wir gucken mal. Probieren wir mal aus. Testen. Also, sind benutzbare Items, die quasi sich verbrauchen. Nein. Consumables. Schauen wir mal, was es ist. Craft 10 Rings haben wir jetzt. Wir sollen 10 Ringe craften, ist unsere nächste Aufgabe. Einen haben wir schon mal. Pro Rings. Ah ne, 5 stellt der immer direkt her. Holy. Okay, warte mal. Das können wir ja eigentlich machen, ne? Wir haben ja noch ein bisschen Scrap Metal. Weil, ganz ehrlich, wir sind ja gerade sowieso so ein bisschen im Flow mit Bauen. Ja, ich weiß. Und noch ein bisschen hier ins Feuer liegen, ein bisschen Holz ins Feuer liegen. Weil wir gerade ein bisschen Zeit haben. Boah, der geht mir ein bisschen auf den Sender. Warte mal, ich erledige den mal eben. Tschu-tschu! So, mein Freund. Da du ja gerade da oben so schön sitzt, ne? Und mir ein bisschen Fett da lässt und ein bisschen Fleisch zum Essen, finde ich das sehr schön. So. Gut. Dann können wir das auch direkt mal auf den Grill legen. Drinks kann ich herstellen. Ach krass. Oh, warte. Holy shit, Freunde. Das wird ja richtig gut. So, warte mal, wir haben den Barren. Wir werden nochmal bei Consumables nochmal einen Ring herstellen. Wir kriegen also immer 5 Stück, ja? Ich würde das gerne mal ausprobieren, wie das funktioniert. Also Q, können wir den auswählen. So, jetzt haben wir 10 Ringe, ne? So, keep moving forward. Ja, ich würde das gerne ausprobieren. Wie funktioniert das jetzt? Einfach Q drücken. Und dann? Mit rechter Maustaste oder so mit linker? Und jetzt? Was? Oh, warte mal. Oder ist das für... Oder ist das für die Winde? Kriegen wir die auch noch gebaut? Ich glaube zwar nicht. Wir brauchen von allem 2, ne? 2 Schrauben, 2 Kolben. Lass mal gucken. Dafür brauchen wir... Wo gibt's denn das nochmal? Ach, das gibst du an der Dings, ne? Am Lab. Ja, haben wir da. Können wir herstellen einmal. Nein, kein Fett. Wir haben Holz. Wir haben Holz auf jeden Fall. Ja, da reicht, glaube ich, ein Holz. Ich hol mein Holz. So, dann stellen wir mal hier das Grace her. Und... Ne, warte mal, brauchen wir zweimal, ne? Ich bin so doof. Dann haben wir ja nicht genug Fett, ne? Oder? Ja, wir brauchen ja zweimal den Kolben. Den Kolben. das heißt, ich muss... Haben wir noch Fett irgendwo rumfliegen? Ah, hier. Gott sei Dank. Dann geht das ja.
Dann stellen wir den nochmal her. So. Dann brauchen wir jetzt wieder Barren. Ich glaube, unser Scrap Metal wird, glaube ich, uns ausgehen. Ich glaube nicht, dass wir genug haben. Ja, weil die anderen... Ja, hier ist noch was drin. So, hiervon brauchen wir zwei. Ah, ich kann immer nur einen herstellen, oder was? An der Workbench. Was ist das? Achso, wir hatten keine Barren. Wir müssen Barren herstellen. Oh, da ist nochmal Holz. Ist das... Ah, ich kann es nicht wieder mitnehmen, ne? Okay. So. Ach, not enough space. Ja, warte. Ich pack mal eben Scrap Metal hier rein. Und dann stellen wir nochmal so ein Ding her. So, dann haben wir die beiden schon mal. Dann war das jetzt Schrauben, die wir noch haben müssen, ne? Und dann, glaube ich, brauchen wir noch Barren, ne? Zweimal Schrauben, glaube ich, brauchen wir. So. Hier brauchen wir Holz. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, was die Winde so kann. So, habe ich jetzt zweimal Schrauben? Nein, okay, muss ich nochmal herstellen. Genau, ich war jetzt ein bisschen durch den Wind. So, dann können wir die jetzt... Ach ja, wir researchen die ja erst, ne? Oh, und dann müssen wir sie erst bauen. Wahrscheinlich mit demselben Zeug. Achso, einen Barren brauche ich noch. Entschuldigung. Stellen wir die mal eben her. Katsching. Und wir researchen die Winde. 2-1. Und wir gucken ins Büchlein, wo wir das herstellen können. Ach, das ist wahrscheinlich Consumables, ne? Das wird wahrscheinlich an der Workbench gecraftet. Oder? Nein. Am Lab. We have Winch. Basic Winch. Mittlere Mausbutton. If you can... Ach, wie geil. Heißt? Ach so. Lol. Das heißt, ich kann jetzt... Hä, wie geil ist das denn? Ach so. Das ist ja geil. Das heißt, ich kann mich da anhängen und weiter... Oh, lol. Oh, das ging nicht. Scheiße. Da auch nicht. Mist, so ein Scheiß. Komme ich hier vielleicht? Hä, wie geil ist das denn bitte? Komme ich da hin? Ich frage für einen Freund. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Ich will das einsammeln. Gib her. Ah, man kann die Sachen auch wieder einsammeln. Das ist geil. Okay, auf diesen Inseln kommen wir, glaube ich, noch nicht. Hä, wie geil ist das denn bitte? Das ist ja mega cool. Aber kann ich den auch wieder... Achso, wie sammle ich den denn ein? Ich kann den so nicht wieder einsammeln, oder? Muss den also quasi erstmal umplatzieren irgendwie? Oh Gott, das ist aber... da muss ich aber erstmal ein bisschen üben. Den kann ich einsammeln, ne? Oder? Warte mal.
Kann ich den... Konnte man den nicht einfach wieder einsammeln? Wenn man da nicht dran hängt, geht das nicht? Schade, man kann die... Hä? Okay, wenn die also irgendwo abprallen, dann kann man die einsammeln, aber sonst nicht. Okay. Hä, aber wie cool ist das denn bitte? Da könnte man mal ausprobieren, ne? Aber da kommen wir bestimmt nicht hin, hier ist auch kein Stein in der Nähe. Da vielleicht, aber das... Das ist, glaube ich, zu weit weg. Hält das vielleicht am Baum? Ich will es mal ausprobieren. Nee. Wo ist das Ding hin? Mist, ich sehe es nicht. Shit, es ist für immer weg. Scheiße. Ist ein geiles Feature, muss ich sagen. Aber da tun sich ja jetzt ganz neue Wege auf, wo wir da überall hinkommen und so. Können ja auch weiter ins Hinterland dann, um halt vielleicht ein paar neue Ressourcen zu sammeln. Oder halt... Das ist ja geil. So, dann lassen wir mal eben gucken, was wir hier an Researching noch haben. Eine Ammo-Box. Powder, also Puder. Und eine Armorie. Okay. Krass. Das ist ja heavy. Okay, ich würde sagen, das machen wir alles beim nächsten Mal. In der nächsten Folge Void Train. Da schaltet ihr wieder da ein. Hier an derselben Stelle. Und ich würde sagen, ich schnapp mir nochmal eben das Schnitzel. Hau mir das nochmal rein. Trink nochmal was. Und dann speichere ich jetzt gleich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier bei Void Train. Und dann schaltet ihr wieder ein. Also, bis dann. Tschüss.